Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Vision-Video präsentieren. Und zwar wollen wir heute versuchen, mit zwei Masken einmal durch die SW-Vision durchzukommen. Ich hatte ja vorhin schon ein Video hochgeladen gehabt, wo ich mit einer Maske einmal durch bin, alle quasi Viertel geklärt habe. War eine relativ knappe Kiste. Und jetzt versuche ich diese Fehler zu verbessern und zusätzlich dann noch eine zweite Maske aufzusetzen. Ich habe jetzt vier Masken mir freigespielt. Eine fehlt noch und zwei habe ich jetzt aufgesetzt. Und zwar haben wir einmal die Maske der verbrannten Brücke. Und zwar müssen wir oder haben wir hier den negativen Effekt erschafft bei Bewegen Zonen der Leere hinter euch, die geistige Gesundheit abziehen. Die hatten wir ja vorher schon. Und die zweite Maske, Maske der finsteren Vorstellungen. Und zwar, während eure geistige Gesundheit unter 50% liegt. Das Maximum liegt so rum, werden Gelegenheit Gegner aus der Leere beschworen und ja, wir kriegen mehr Andenken, ist klar. Und jetzt 50% mehr Leben haben die Gegner und mehr Schaden. Heißt, das wird eine relativ knackige Angelegenheit. Dazu kommt jetzt noch so ein bisschen so dieser negative Effekt, dass ja, wir ja noch in den krassen Gebieten die Problematik haben, wenn wir uns bewegen, während wir im Kampf sind, kriegen wir diesen krassen Debuff und werden immer weiter runter geslowt. Das könnte wahrscheinlich jetzt ein bisschen ätzend werden mit den kleinen Ads, die kommen, wenn unsere geistige Gesundheit low ist. Wir werden uns das jetzt mal angucken. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich übelst weggeslowt wie nochmal was. Aber ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Vielleicht kriegen wir es ja zumindest halbwegs geklärt, den Laden hier. Jetzt müssen wir mal schauen, ja, die Mobs hier. Gut, die normalen, die haben jetzt nicht so krass viel Life. Aber wahrscheinlich die bisschen stärkeren in den anderen Vierteln drüben. Da werden wir es wahrscheinlich dann schon merken. So, hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen was abgezogen bekommen. Jetzt springen wir hier nochmal rein. Hier ziehe ich jetzt aber trotzdem noch keine Inka, weil die brauchen wir ja dann drüben. LOSen hier einmal noch ein bisschen. Hier werden wir ja zum... Halt, warte mal, die muss ich einmal unterbrechen. Oder hinten ist noch ein Caster, der auf mich durchzieht. Oh, ich krieg jetzt aber hier, ich muss echt sagen, ich muss mich schon ein bisschen selber heilen, weil ich ein bisschen Damage krieg. Also man merkt es auf jeden Fall jetzt. So, da sind noch so Nachzügler-Mobs hier. Die wollen noch nicht so ganz. Ihn hier werde ich gleich Shadow melden, den brauche ich nicht, keine Ahnung. Diesen einen kleinen Gammel-Mob. Wir springen hier rüber. Haben jetzt schon, wir haben schon ganz gut was verloren. Shadow melden hier einmal, dass wir wieder aus dem Combat rauskommen. Sonst sind wir natürlich wieder ein bisschen geslowt. Das wollen wir eher nicht. Hier haben wir jetzt noch den Sprung-Affix. Also sprich, der ist jetzt noch nicht so schlimm. Wir werden einfach hier mit den versenkten Füßen nach vorne gekickt. Finde ich manchmal gar nicht schlecht. Ist man ein bisschen schneller unterwegs. So, dann pullen wir ihn hier noch dazu. Komm mit. Bloß ich muss mir hier, glaube ich, eine andere Ecke zum LOSen suchen. Weil es hier in der Mitte teilweise schon echt ein bisschen ätzend ist. Fuck, jetzt bin ich hier reingedings. So, okay. Jetzt ziehen wir hier meine Explore. Dann ziehen wir uns nämlich wieder gut voll hoch. Und hier merkst du schon, wir verlieren gut geistige Gesundheit. Noch haben wir den anderen affixed nicht im aktiven Bereich. Achso, ich wollte hier mein Trinket noch reinhauen. Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Ihn hauen wir noch um. Okay, sehr schön. Haben wir nochmal 200 plus gemacht. Jetzt müssen wir hier die ganzen Bomben nur aufmachen. Warte mal, die hatte ich schon aufgemacht. Ah, ich laufe schon wieder sinnlose Pfade. Also das ist auf jeden Fall noch eine Stelle, die ich verbessern muss. So, zweite Bombe hier hinten war eine. Die Kisten nehmen wir natürlich mit, wenn sie auf dem Weg liegen. Also klar, man könnte natürlich sich jetzt auch die ganzen Positionen der Kisten merken. Also, oh fuck, das war jetzt nicht gut, der Sprung hier hinter. Man könnte sich die ganzen Positionen der Kisten merken und da wahrscheinlich noch einiges mehr rausholen tatsächlich. Was, der Sprung jetzt kommt aber hier gerade echt immer ziemlich ungelegen tatsächlich. Genau unter der Kiste. Ja gut. So, wie viel brauchen wir jetzt noch? Zwei Stück, oder? Alter. Also gerade ist es schon ganz schön suboptimal, wann der Sprung hier kommt. Das letzte Mal hatte ich nicht das Problem. Ja, der kommt jetzt halt jedes Mal genau dann, wenn ich hier die Sachen aufmachen will. Jetzt hab ich richtig viel geistige Gesundheit verloren. Jetzt sind wir gleich auch unter 50%. Also du merkst, es läuft deutlich schlechter als beim letzten Run, wo ich hier drin war. Ach, schau mal, da haben wir das Viech schon, das erste. Ich frage mich, ob das dann auch Punkte bringt oder wie das dann genau läuft.
Es hat relativ viel Life auch tatsächlich. Also jetzt gar nicht mal so, dass ich sage, das ist so ganz easy, mache ich das nebenbei weg. Okay. Das Viertel haben wir fertig. Bin ich am Überlegen. Ich werde wahrscheinlich diesmal den einen Mob da einzeln spielen, weil das letzte Mal das nicht so gut war. Hier, den hier. Okay. Musst du da ein bisschen rausziehen? Kann ich sie von hier aus cleaven? Ah, da kommt wieder so ein Mob, okay. Ah, der hält mich jetzt halt die ganze Zeit wahrscheinlich dann im Combat, ne? Was halt ungünstig ist. Okay, aber ich habe ihn nebenbei weggecleaved, das passt. Muss jetzt hier irgendwie ein bisschen LOS. Oh, sie haben mich weitergegrabt. Fuck, dieser Slow ist halt immer ätzend. Also das lief jetzt ganz okay, da habe ich jetzt nicht so viel verloren. Du musst am besten halt immer still stehen bleiben und erst im. Ah, fuck, okay, das war jetzt nicht gut. So im letzten Moment dann lostigern, dass du halt nicht diesen krassen Slow die ganze Zeit frisst. Okay, jetzt versuchen wir hier mal die Mobs alle reinzuziehen. Ja, du musst die ganze Zeit stehen bleiben und im letzten Moment dann erst loslaufen. Na gut, weiß gar nicht, was ich dagegen jetzt hätte machen sollen. Nehmen wir die Kiste hier noch mit. Oh fuck, ich habe die Mobs da oben vergessen. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Wollen wir dann mal hier desorientieren? Das zieht nämlich relativ viel ab. Den Stun wollen wir auch nicht. Da hinten wäre jetzt noch eine Kiste gewesen. Okay, sie geht darüber. Geistige Gesundheit verloren. Uns und Shaw. Ja, komm, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich gehe auf Nummer sicher. Jetzt triggern wir ihn. Da ist er, der Matthias. Komm mit, Matthias. Dann haben sie natürlich geswitcht. Alter, ich krieg ihn halt echt schlecht. Laser ihn halt jetzt einfach. Okay, jetzt kommt halt der Slow schon übelst durch. Ich will ihn halt jetzt nicht angucken. Fuck, ich bin so weggeslowt. Ich muss halt jetzt in allem stehen bleiben. Alter, das hat halt richtig wehgetan. Aber ich krieg ihn da auch nicht raus, sonst habe ich die Voids wieder so kacke hinter mich. Das Problem ist, hinter mir sind halt immer die Voids, ne? Deswegen kann ich nicht schnell hinter mich sinken. Ah, jetzt ist er nochmal verschwunden. Ich hätte ihn lieber töten sollen. Einfach auf die Augen scheißen und einfach auf ihn durchziehen. Alter, das war halt nicht gut. Das war tatsächlich jetzt nicht gut. Haben wir jetzt schon, da haben wir tatsächlich zu viel verloren. Das hätten wir besser machen können. Jetzt spare ich mal hier meine CDs, weil ich will jetzt gleich einen. Wir machen jetzt mal eins, weil ich jetzt eh noch nicht alles ready habe. Okay, stirbt er jetzt noch? Okay, der stirbt noch. Ich mache jetzt die eine Gruppe, die rechts steht. Die mache ich jetzt einfach weg, ja. Ohne hier die zwei. Ohne, dass ich die anderen schon. Also eigentlich ziehe ich die jedes Mal mit, ja. Das Problem. Oh, fuck it. Problem ist, die spawnen dann eh hier jedes Mal wieder. Und da ich jetzt eh noch Inka nicht ready habe, hat das jetzt ganz gut gepasst.
Weil die kannst du blöderweise eh nicht mitziehen. Das klappt nämlich nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir es jetzt nicht wieder verkacken wie beim letzten Run und da hinten in die Ecke reinlaufen und uns richtig viel geistige Gesundheit flöten geht. Also das war das letzte Mal tatsächlich ganz und gar nicht geil. Ihn müsste ich eigentlich interrupten, aber ich habe jetzt keinen Interrupt mehr ready. Jetzt haben wir wieder einen ready. Also das lief jetzt nicht so super, super, duper gut, aber es war okay, oder? Also das würde ich jetzt sagen, dass ich, das habe ich jetzt ganz okay gespielt. Wir haben noch zwei Aufladungen. Der ist eigentlich immer nicht sonderlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Ihn hätte ich lieber das andere Trinket hauen sollen. Der tickt jetzt noch ein bisschen und dann hat sich's. So, fertig. Ah, fuck, jetzt muss das genau dann explodieren, wenn ich den hier aufmachen will. Okay. Also ich habe jetzt noch zwei Kugeln für das letzte Ding. Das war das letzte Mal, war es aber auch relativ gut. Und dann habe ich es richtig verkackt, weil ich oben diesen Big Pull gemacht habe. Und das werde ich tatsächlich diesmal nicht mehr so machen, weil das hat mir ziemlich das Genack gebrochen tatsächlich. Und ja, das versuche ich jetzt mal ein bisschen besser zu machen. Habe ich das halt die Kiste jetzt aufgemacht oder bin ich jetzt einfach zu. Na, fuck, egal. Also klar, ne? Die Andenken, die will man immer mitnehmen. Man kann sich nämlich da unter anderem dann dieses noch mehr Sachen skillen, was natürlich gut ist. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Umso mehr Sachen man skillen kann, umso stärker wird man, umso besser kommt man durch. Aber man kriegt natürlich auch, was man nicht verachten sollte, Sockel. Ne? Also man kann sich für, ich glaube, 25. Ach, für 25.000 von den Münzen kann man sich. Ach, da kommt jetzt wieder dieser Mob, okay. Jetzt kann ich, ob der Mob jetzt diesen Cast macht, aber das könnte fast sein. Man kriegt natürlich auch diesen Sockel-Slot, den man überall drauf machen kann, was halt sehr, sehr stark ist, wie ich finde. Bin mit irgendwas immer noch im Combat. Ach, wegen mit dem einen Tumor hier hinten. Aber der tickt jetzt tot. Perfekt, okay. Muss blöderweise hier alle Dinger machen. Weil ich ja nicht. Weil ich nicht immer Shadow Melten kann. Und ich mir den Shadow Melt ganz gerne aufheben wollen würde für die Sachen, wo ich halt. Manchmal buggen die halt auch. Du hast eigentlich alles besiegt. Mit irgendwas bist du noch im Combat. Und dann wird es halt nervig, ne? Deswegen hebe ich mir mal Shadow Melt auf. Für die Sachen, wo dann wirklich. Wo ich dann wirklich sage, okay, hier. Wäre es dann halt wichtig. Ah, schau mal, da ist jetzt wieder so ein Dude gespawnt. Irgendwas haben wir jetzt noch. Ja, komm, wir machen jetzt mal auf Nummer sicher hier. Den holen wir jetzt mal hier unten rein. Okay, jetzt müssen wir da raus. Kann ich ihn lasern? Fuck, ich kann ihn nicht lasern. Aber ja gut, ich habe die ganze Ding zurückgekriegt. Also das war jetzt auch schon mal wieder nicht sonderlich gut. Aber die mache ich jetzt tatsächlich einzeln. Die habe ich das letzte Mal versucht zu tryharden und das hat halt nicht gut funktioniert. Darf nicht so viel rumhüpfen, ich muss einfach stehen bleiben. Das ist mein Problem, ich bin zu hyperaktiv, glaube ich. Manchmal musst du einfach stehen bleiben. Okay, warte mal, die muss ich interrupten. Machen die so einen Spaß? Das wollen wir tatsächlich nicht.
Also ich kann es vielleicht sogar schaffen, ne? Wenn ich jetzt keine ganz groben Fehler mehr mache, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass ich es hinkriege. Ich habe noch eine Aufladung, eine komplette. Habe mein den Einer fix auch noch nicht rausgeholt, wo ich nur einmal sterben kann. Also es ist alles, es ist theoretisch noch drin, wenn ich jetzt nicht hart verkacke. Alter, shit, jetzt bin ich hier weggeslaut. So, und den chargen wir jetzt einmal ran. Hauen auch die Explo drauf, obwohl die halt eigentlich gewastet bei dem hier ist. Aber er hat schon ganz gut live, ne? Also. Weiß ich halt nicht, wo ich meine Inka ziehen soll. Da kannst du halt echt nicht reingehen, ne? In den Kreis. Jetzt haben wir hier nochmal so einen Dude gespawnt. Ein Portal ist noch. Dafür jetzt Inka zu ziehen, ist zwar ein bisschen, ne? Aber dann habe ich sie vielleicht beim Endboss wieder. Okay. So, bis. Also, ich habe es jetzt da noch nicht bei weitem nicht perfekt gespielt, aber es war, glaube ich, schon ein gutes Stück besser als beim letzten Run. Und ich habe eine Maske mehr, ne? Jetzt habe ich hier quasi noch eine volle Aufladung. Ich kann noch einmal rippen. Ich werde jetzt auf Risiko gehen. Lass das durch, dass er hier sich nicht instant wegportet. Also mein Proc wird halt. Oh fuck, jetzt habe ich hier auch noch einen Mob am Arsch. Also mein Ding wird auf jeden Fall proccen, ne? Ist klar. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe ja, ich dafür haben wir es ja. Ich lasse ihn vielleicht auch einfach durchcasten, keine Ahnung. So, da ist es geprockt. Alter, dieser Slow, das ist so ein Dreck. Du kannst halt minimal nur moven. Halt jedes Mal wieder stehen bleiben und kann dann wieder weiter. Das ist halt richtiger Rotz, ne? Bei dem Boss verlierst du so viel Zeit, um jetzt hier nicht treffen zu lassen. Ich bin doch stehen geblieben. Okay, also das war jetzt halt ultimativ unnötig. Aber ich habe noch eine volle Orb. 400 Ding habe ich noch. Endboss. Das ist, ne, wenn ich jetzt nicht richtig hardcore verkacke, ich habe eigentlich fast alles ready für einen Endboss, sollte eigentlich nichts passieren können. Also ich hätte das jetzt auch ein bisschen später ziehen können, aber mit voller Ding müsste ich ihn eigentlich tot kriegen. Ja, super, sie kommt natürlich nicht zu mir her. Na gut, dann muss ich jetzt. Er hat schon viel live, ne? Also. Wenigstens ist er jetzt hier wieder in der Mitte. Ich muss mich eigentlich da ein bisschen wegdrehen von. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Ich muss jetzt einfach ruhig und.
Versuche es jetzt einfach hier möglichst. Ah, okay, wenn ich es hier LOS, werden sie nichts caste, dann kommt sie auch mit. Okay, dann ist es doch einfacher, als ich dachte. Ja, also ohne Scheiß, der Run mit zwei Masken lief jetzt besser als der Run mit einer Maske. Muss ich ehrlich sagen. Einfach weil ich es jetzt ein bisschen besser tatsächlich auch gespielt habe, ne? Gut, jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Wieder hier noch mehr solche. Dude. Ah, nice, ein Pet. Okay, Pets kann ich immer gebrauchen, die sammle ich, ja. Ah, wir haben nochmal eine Maske gekriegt. Ah, okay. Also wenn man ein Viertel mit einer Maske komplett schafft, dann gibt es anscheinend immer die Maske auch als Transmog-Item. Jetzt habe ich natürlich blöderweise nicht so ganz aufgepasst, wie viel ich davor hatte. Oh, 7000. Was hatte ich denn? Ich hatte 4600, ne? Also, oder? 4000. Also ich habe auf jeden Fall jetzt gut über 2K gekriegt an Dingern. Ah, so 2,5 oder so habe ich jetzt bekommen. Und natürlich wieder eine schicke Maske. Nette Sache. Achso, ich kann auch gleich nochmal meine Skillung und Dings zeigen. Es ist die gleiche wie auch schon in dem Video mit einer Maske tatsächlich. Also jetzt nichts geändert. Hier kurz die Skillung mit Inka, Typhoon, Gleichgewichtsaffinität, Dornenranken, wilde Attacke, Erdenwächter und Beißen und Reißen. Und hier auch wieder dieselben Sachen. Anima, Nullifikationsbeere, Stärke des Wächters und den Schmelztiegel. Und dementsprechend natürlich zwei Items. Einmal hier die Waffe und die Handgelenke. Corrupted Gear. Und ich bin nicht so bei viel Corrupted. 25 habe ich im Moment. Ja, also das ist relativ niedrig. So, jetzt können wir hier nochmal was skillen tatsächlich. Und zwar, weil ich jetzt 8000. Hä, warte mal. Hä, da drin wurden doch 7000 angezeigt. Okay, dann habe ich doch mehr gekriegt. Ich bin jetzt bei 8,4. Also ich hatte 4,6. Das sind 3800 Punkte grob. Okay, das macht natürlich dann schon ganz gut was aus, wenn man dann mit zwei Masken läuft tatsächlich. Jetzt gehen wir das mal. Jetzt können wir bald sogar nochmal was skillen, ne? Okay, gut. Das war's soweit. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Ich werde natürlich hartnäckig dranbleiben und schauen, ob ich auch drei Masken jetzt noch packe. Mal gucken. Wenn ihr wollt, schaut da gerne wieder rein. Euer Tela. Bis dann. Ciao.